أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns wieder ermöglicht hat, dass wir hier sitzen können und über seine Verse, über das Jenseits, dass er uns die Möglichkeit, die Gnade erweist, dass wir darüber nachdenken können und darüber reden können. Denn es ist eine Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala. La ikraha fid din. In der Religion gibt es keinen Zwang. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir ein Leben gegeben und in diesem Leben musst du die Entscheidung finden, wohin du segeln möchtest, wohin du gehen möchtest. Jeder entscheidet sich, wohin er gehen möchte nach dem Tod. Und wir haben über all das gesprochen. Wir haben über Mahschar gesprochen, über den Tod gesprochen, die Begegnung mit dem Todesengel gesprochen. Über all diese Stellen, die wir überqueren werden, bis dann letztendlich Jahannam und Jannah, das Höllenfeuer und das Paradies, nach As-Sirat, nach dieser Brücke, die auf Jahannam aufgebaut ist, kommen wird. Bevor ich tiefer in die Eigenschaften von Jahannam gehen möchte, möchte ich diesen Unterricht mehr dazu nutzen, uns anzuregen, wie wir mit diesen Inhalten umgehen sollten. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, er ist unter uns so wie jemand, ein Mann, der am Feuer steht. Zu diesem Feuer kommen was? Unbewusst. Insekten kennen die Gefahr nicht und sie laufen oder fliegen in dieses Feuer rein. Tiere kennen die Gefahr nicht und gehen in dieses Feuer rein. Ja, manche Menschen kennen die Gefahr nicht. Dieser Mann steht am Feuer und versucht diese Insekten, die Tiere oder alles, was ins Feuer geht, zu hindern. Und er sagt, so bin ich auch unter euch. Ich bin hier, um euch vor einer Strafe zu hindern. Ich sage zu euch, geht da nicht rein, dort ist eine Falle. Doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, ich kann euch nicht hindern. Ihr seid diejenigen, die diese Entscheidung tragen. Und jene werden trotz den Worten des Propheten sallallahu alaihi wasallam in dieses Feuer reinlaufen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht wie die Gemeinschaften vor uns werden, dass wir anfangen, über die Koranverse nach unseren Gelüsten zu philosophieren. Dass wir alles im Detail hinterfragen und unsere Eigenschaften als Gläubige, سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, hören und gehorchen, dass wir diese Eigenschaft verlieren, نَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. Die Sahaba waren so, sie haben die Koranverse gehört, es kam in ihr Leben, sie haben es gehört und genau so wurde es ausgeübt, ohne hinterzufragen, wie die vorherigen Menschen. Die vorherigen Menschen, man hat zu ihnen gesagt, Musa a.s. kommt und sagt, ihr müsst ein Tier schlachten. Welche Farbe soll dieses Tier haben? Wie soll es sein? Welches Geschlecht? Und. Aber die Muslime waren nicht so. Ihr sollt opfern, sie haben geopfert. Ohne zu fragen, wie, wo, was. Sie haben gleich die Taten ausgeübt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dir alles Nötige gegeben. Alles Nötige, mehr musst du nicht wissen. So gab es, was mir gerade einfällt, zu der Zeit des Sahaba einen unter den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gelehrt und gehört hat. Und er sah jemanden, der draußen mit Steinen geworfen hat. Und er ging zu ihm hin und sagte, hey,
Ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass wir in der Öffentlichkeit nicht mit Steinen so werfen können, weil vielleicht übersiehst du jemanden und triffst jemanden, schadest jemanden. Mach es nicht, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat zu uns gesagt, wir sollen es nicht machen. Er sagt, am nächsten Tag sehe ich den gleichen wieder das machen. Und ich sage ihm wieder, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte zu uns, mach das nicht, damit könnt ihr den Leuten schaden. Und am dritten Tag sieht er ihn wieder das machen. Er sagt, habe ich dir nicht schon zweimal gesagt, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wir sollen es nicht machen. Der sagt, ich und du, wir haben nichts mehr gemeinsam. Denn du bist jemand, der, wenn er hört, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte dies, der das nicht in sein Herz lässt und immer noch seinen Neigungen nachgeht. So eng sahen die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam die Worte des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Allah sagt zu ihm: "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wir haben dich als eine Barmherzigkeit für alle Welten entsandt. So sagen die Gelehrten, es ist deine Wahl. Wenn du den Gesandten sallallahu alaihi wasallam in dein Leben lässt, wenn er dein Imam ist, dann wirst du die Barmherzigkeit Allahs erwerben. Er ist als Barmherzigkeit da, für alle Welten gekommen. Für alle Welten gekommen. Wenn du ihn nimmst als dein Imam in deinem Leben, die Barmherzigkeit Allahs wird dich treffen. Wenn du dich vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam abweist, so weist du dich von der Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala ab. Na'udhu billahi ta'ala. Und so hören wir auf Allah. Es ist kein Märchenbuch, es ist nicht keine Sage, nichts. Es ist die Haqiqa, die Tatsache, die jeden früher oder später einholen wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem Buch, يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمْ. An diesem Tag werden wir zu Jahannam sprechen. Allah subhanahu wa ta'ala wird mit Jahannam sprechen und wird sagen, هَلِمْ تَلَأْتِي. Bist du schon voll? Allahu Akbar. An dieser Aussage muss man sich erstmal fragen, yani, wie viele Menschen müssen schon in Jahannam gefallen sein, nach Sirat, dass Allah sagt, bist du schon voll? Und Jahannam wird antworten, so wie unsere Glieder an diesem Tag sprechen können, wird auch Jahannam sprechen. وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. Gibt es noch mehr, wird er sagen. Allahu Akbar. Gibt es noch mehr? Allahu Akbar. Na'udhu billahi ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor warnen. Das ist ein Tag, der jeden Einzelnen von uns treffen wird. Und wir müssen über diese Verse sehr tief nachdenken. Denn wenn wir schauen, wie die Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam über diese Verse nachgedacht haben, subhanallah, so müssten wir unser Iman hinterfragen. Und einer der Verse, der am meisten den Mensch in Bezug auf seine Akhira nachdenken lassen sollte, einer der Verse, der dein Motto, der eigentlich in jeder Nachricht, auf jeder Social-Media-Plattform täglich dargestellt werden sollte, ist der Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhalladhina amanu, o Gläubige. Und er spricht direkt zu denen, die sagen, hier in meinem Herzen habe ich La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Qu anfusakum wa ahlikum naran. Schützt euch selber und eure Familien vor dem Feuer. Allahu Akbar. Und was für ein Feuer, ja Rab? So ein Feuer, وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, wo das Brennstoff des Feuers der Mensch und Steine werden. Allahu Akbar. Der Mensch selber ist an diesem Tag der Brennstoff von diesem Feuer, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاذٌ شِدَادٌ. Darüber hüten die Engel, werden dort hüten, auf diesem Feuer, wo die Menschen selber das Brennstoff sind, die sehr stark sind. Sehr starke, mächtige Engel werden dort sein. La ya'suna Allah ma amarahum. Die niemals dem, was Allah befohlen hat, Ungehorsamkeit leisten. Yani an diesem Tag, die Engel werden keinerlei Barmherzigkeit aufweisen. Sie werden das machen, was Allah befiehlt. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Das ausüben, wozu Allah subhanahu wa ta'ala sie beauftragt hat. Keinerlei Barmherzigkeit. An einem Ort, wo der Mensch selber das Brennstoff ist vom Feuer. Allahu Akbar. نَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. Und das ist so ein Vers, der die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu Ohnmacht fallen ließ. Sogar manche Menschen starben wegen diesem Vers.
weil sie darüber nachgedacht haben. Allahu Akbar. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anh sagt, Qu anfusakum bi af'alikum. Yani Allah sagt zu euch, schützt euch vor dem Feuer mit euren Taten. Schau in deinem Leben, du hörst diesen Vers, schau in deinem Leben, was mache ich? Dass ich mich vom Höllenfeuer schütze. Bin ich Allah subhanahu wa ta'ala gehorsam oder bin ich es nicht? وَقُوْ أَهْلِيكُمْ بِوَصِيَّتِكُمْ. Und schützt eure Familien, indem ihr ihnen was? Was mitgibt. Was willst du deiner Familie mitgeben? So wie der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte, كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Jeder von euch ist ein Hirte. Und jeder von euch ist, wird befragt von dem, was unter ihm steht. Yani von seiner Herde. Und jeder wird ist beauftragt damit, seine Herde unter Kontrolle zu halten. Er wird danach befragt. Du hast die Verantwortung unter deiner Herde, sagt der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam. فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ. Und der Imam über den Menschen, yani der Rais, der Präsident, der Herrscher, der Kalif, der der Oberhaupt der Menschen ist in einem Land, in einem ein Emir. Er ist genauso ein Hirte, ein Imam über eine Stadt. Allahu Akbar, über gewissen Menschen, der eine Verantwortung hat, er genauso, wa huwa mas'ulun anhum, und er ist genauso was verantwortlich über die Menschen, die ihm unter ihm stehen. Allahu Akbar. Er ist genauso verantwortlich über die Menschen, die unter ihm stehen. Als ich das gelesen habe, das erste, woran man sich, wenn man über einen Imam spricht, über einen Kalifen spricht, über einen Emir spricht, von den Gläubigen, der erste, einer der ersten Namen, der einem einfällt, ist Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, al-Faruq, der Gerechte, Allahu Akbar, der genau wusste, wie er als Imam vor den Menschen sein musste. Und so war er einmal mit einem Helfer von ihm, Aslam, radiyallahu anhu, unterwegs. Sie waren zusammen unterwegs, sie liefen und sie waren abseits von Medina. Sie waren abseits bei einer Reise von Medina. Das heißt, weit weg von dort, wo Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lebt. Allahu Akbar. Und er sieht an einer Stelle ein Feuer brennen. Er sieht an einer Stelle ein Feuer brennen. Und er sieht dort eine Frau, die weint. Er sieht dort eine Frau, die weint. Sie stehen am Feuer. Dort ist ein Qutrun fihi ma'un. Ein Topf, worin Wasser ist. Das Wasser kocht. Die Kinder sitzen dort und warten. Umar ibn Khattab radiallahu anhu fragt in dieser Nachtstunde, der sagt, was ist los? Eine fragt diese Frau, was ist mit dir? Du weinst, ihr seid hier, kochendes Wasser, die Kinder warten. Auf was warten sie? Da ist kochendes Wasser. Sie sagte, ich bin arm. Ich habe nichts. Meine Kinder sind hungrig. Allahu Akbar. Ich habe hier zwei Kinder, sie sind hungrig. Sie wollen essen, sie warten darauf, dass ich ihnen was zubereite. Doch ich habe nichts. Ich lasse Wasser kochen, dass sie glauben, da kocht etwas, bis sie müde werden und einschlafen. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Möge Allah keinen mit Armut prüfen. Sie wartet dort, ihre Kinder warten, wollen essen, yani. Sie wollen essen. Sie sagt, ich mache das, damit sie einschlafen, müde werden. Und das Wasser kocht. Und sie sagt, dass sie bei Allah sich beschweren wird über Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Aber vor ihr steht Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Sie sagt, ich werde mich bei Allah beschweren über Umar. Und wenn, sie sagt, لَإِنْ بَعَثَنِي اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, wenn Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag mich wieder auferstehen lässt, لَأُخَاسِمَنَّ Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, dann werde ich ein Feind von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu sein. Ich werde gegen ihn sein. Und ich werde mich bei Allah über ihn beschweren. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu steht genau vor ihr. Und sagt, ja, emet Allah, lima Umar. Yani, o geliebte Mutter, die ich für Allah liebe. Warum Umar? Was hast du für ein Problem mit Umar ibn Khattab, radiallahu anh? Sie sagte, li'annahu emirul mu'minin. Denn er ist der Emir der Gläubigen. Und er kennt, der weiß nicht von meinem Zustand. Und ich bin hier in Armut und er ist irgendwo in Medina und lasst es sich gut gehen. Doch er ist der Emir der Gläubigen. Er ist verantwortlich über jeden einzelnen Gläubigen, egal wo. Und sie wohnt sehr abseits von Medina. Umar ibn Khattab radiallahu anh sagt zu Aslam, lass uns schnell gehen. Er geht und lässt alles, was er hat, in einen Sack reintun. Legt das auf seinen Rücken und Aslam sagt, ja, Emirul Mu'minin, du müsst euch überlegen, Medina dorthin
Es ist eine gewisse, ist ein gewisser Abstand, ja, sie müssen lange laufen. Ja, Emirul Mu'minin, warte, warte. Sie haben an einer Stelle Nahrung gefunden, sie haben alles Nahrung, was sie finden, in diesen Sack reingetan und sagt, ja, Emirul Mu'minin, warte. Lass mich diesen Sack tragen. Du bist der Emir der Gläubigen. Allahu Akbar. Omar ibn Khattab radiallahu war immer sehr bescheiden gekleidet. Die Frau hat auch nicht gemerkt, dass er Omar radiallahu überhaupt sein kann. Ein Führer der Muslime. Sehr bescheiden gekleidet. Doch Omar ibn Khattab radiallahu sagte zu Aslam, أَتَحْمِلُ عَنِّي ذُنُوبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ Allahu Akbar. Wirst du auch meine Sünden am jüngsten Tag tragen können? Allahu Akbar. Lass mich. Dieser Omar hat so viele Sünden. Lass mich diesen Sack tragen, sagt er. Allahu Akbar. Er geht zu dieser Frau zurück und bringt diesen Sack, all diese Nahrung. Sie kocht zu essen, sie freut sich, subhanallah. Und sie sagt zu Omar ibn Khattab, radiallahu an, du hast es verdient, Emir al-Mu'minin zu werden. Allahu Akbar. Doch Omar radiallahu an sagte nicht, dass er Omar ist. Allahu Akbar. So waren sie. Ein Imam, Emir al-Mu'minin. Jemand, der über den Gläubigen ein Herrscher ist. Jemand, der mit seinen eigenen Händen, eine Frau, die sagt, ich werde der Feind von dir, Jani, sein, mit seinen eigenen Händen das Essen getragen hat. Auf seinem Rücken, Allahu Akbar. So, eigentlich solche Emire, solche Umara hatten die Muslime, weil sie den Koran angenommen haben. Und für Omar ibn Khattab radiallahu anhu hieß es, egal wo, an welchem Eck, irgendetwas passiert bei den Muslimen, ich bin schuld. So haben sie es gesehen und so haben sie gelebt. Und genauso wie Omar ibn Khattab radiallahu anhu dort mit dieser Frau das hatte, so haben wir es auch. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt im Weiteren, وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ So ist der Mann, was? Der Hirte über seiner Familie. Du bist der Hirte über deinen Kindern, bei deiner Frau, وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ Du wirst gefragt, wie du deine Kinder ausgebildet hast, was du aus deinem Leben gemacht hast, was du in deiner Familie gemacht hast. Du bist verantwortlich. So wie Omar ibn Khattab radiallahu anh sich nicht zu schade gesehen hat, auf seinem Rücken die Last zu tragen, weil er sich als verantwortungsbewusst bewiesen hat, auch du, in einer Zeit, wo die Menschen sagen, nimm du meine Mutter, nimm du meinen Vater, sie sind alt geworden, sie brauchen Unterstützung. In so einer Zeit sage ich, nehme sie gerne auf meinen Rücken. Sage, ich nehme sie gerne auf meinen Rücken. In einer Zeit, wo die Leute es schwer haben, süchtig geworden sind, nach Internet, nach Telefon und sich nicht mehr mit ihren Kindern beschäftigen und immer nach auswärts abgeben, sage, ich nehme gerne Zeit für meine Kinder. Sage, nehme gerne Verantwortung auf über dort, wo du Einfluss hast. Nehme gerne eine Rolle an und bemühe dich und sei dir nicht zu schade. Dein Körper, deine Gesundheit, deine Zeit, sei es nicht zu schade. Denn all das, wenn du es nicht nutzt, dann wirst du es bereuen. Du wirst bereuen, dass du das nicht genutzt hast. Und so sei dir dieser Verantwortung bewusst. Es gab einen unter den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in Hadith heißt es ein Kind. Allahu alam, vielleicht 13 Jahre alt, vielleicht 15 Jahre alt, Allahu alam, vielleicht 16 Jahre alt. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß in einem Majlis, wo die Sahaba saßen und ein Kind da war und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum." Schützt euch selber. Fiel ein Kind in Ohnmacht. Allahu Akbar. Er fiel in Ohnmacht und er war von sich weg. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dieser Junge lebte noch, yani. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging hin und sagte: "Sag la ilaha illallah." Sag la ilaha illallah. So kam der Junge langsam wieder zu sich und er umarmte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam und als er ihn umarmt hatte, sagte er Allah und starb. Ja Allah, was für ein Tod. Er umarmte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam und sagte Allah und starb. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er ist von Ahlul Jannah. Allahu Akbar. Und die Gefährten fragten, Ja Rasulullah, wie er ist von Ahlul Jannah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam rezitierte den Koranvers, ذَلِكَ لِمَنْ مَخَافَ مَقَامِ وَخَافَ بَعِيدٍ Dieses Paradies ist für jene, die die Stellung Allahs, seine Position fürchten und auch die Warnungen von Allah fürchten. Die hören قُوْ أَنْفُسَكُمْ und es trifft sie, so dass sie in Ohnmacht fallen. Allahu Akbar. Und danach sogar in den Händen des Gesandten sallallahu alaihi wasallam
sterben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von jenen machen, deren Herzen leben. Weil das ist eine besondere Eigenschaft von dieser Ummah. Nicht Menschen, die irgendwo stehen und wackeln und lesen und auswendig hin und her leben. Nein, Menschen, die die Verse Allahs tatsächlich leben. Im Gebet, draußen, überall. Auch im Gebet rezitieren sie den Koran nicht, damit es den Menschen gefällt, sondern als allererstes als eine Ermahnung für sich selber. So gab es einen von den Tabi'in, Fudail bin Iyad, rahimahullahu ta'ala. Er hat ein Kind namens Ali. Fudail bin Iyad ist einer der Gelehrten unter den Tabi'in. Er ist der Imam, er betet vor. Hinter ihm betet auch sein Sohn Ali. Fudail bin Iyad, als er im Koran liest, لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ, ihr werdet Jahim, yani Jahannam sehen. Allah Akbar. Wo Allah droht, den Höllenbewohnern, dass sie Jahim, Jahannam sehen werden. Und auch jeder von uns, wa in minkum illa wariduha, haben wir letzte Woche gesagt. Wir werden alle das Feuer sehen. Wir werden alle da durchgehen. Als er das liest, Fudail weint im Gebet. Und wenn du jemand bist, der die Verse Allah spürt, wenn du so ein Imam in deiner Ahl Bayt bist, in deiner Familie bist, dann werden deine Söhne ganz in deine Fußstapfen treten. Und hinter ihm, der Vater als Imam, er weint. Und hinter ihm, Ali, sein Sohn, fällt in Ohnmacht. Allahu Akbar. Der Vater weint als Imam, der Sohn fällt hinter ihm in Ohnmacht. Allahu Akbar. Warum? Weil er von seinem Vater das gesehen hat. Weil er von seinem Vater gesehen hat, wie er die Verse Allah spürt. Und Allah gab ihm so ein Kind, der sogar über ihn hinaus sogar in Ohnmacht fällt. Allahu Akbar. Solche Menschen waren die Menschen vor uns und sie haben das so gelebt. Sie haben den Koran voll gelebt, nicht als ein Buch, was ihnen irgendetwas erzählt, nein, ein Buch, was sie warnt. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Furqan: وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّفًا قَرَّنِينَ دَعَوْ هُنَالِكَ ثُبُورًا. Allahu Akbar. Es wird Menschen geben, sie werden mit ihren Händen an ihrem Nacken so gebunden sein. So gebunden sein und Allah subhanahu wa ta'ala wird sie an eine sehr enge Stelle fallen lassen. Im Höllenfeuer als eine Strafe. So gebunden werden sie an einer sehr engen Stelle fallen und sie werden so eine Strafe auf sie kommen, dass sie sich wünschen würden zu sterben. Zunichte zu gehen, nichts zu werden. Sie sind tot, aber nach dem Tod, wenn wir wieder auferstehen, gibt es keinen Tod mehr. Aber sie wünschen sich, nicht zu werden. Verschwinden. Es soll aufhören. Doch es hört nicht auf. Es ist auf ewig. Solche Verse, Umar bin Abdulaziz, rahimahullah ta'ala, der fünfte Kalif der Muslime genannt wird, er war sehr rechtschaffen. Warum? Weil er, wenn er diese Verse gelesen hat, gezittert hat. Er war der Imam in der Moschee, hat diesen Vers gelesen und die Leute sagen, wir haben, so wie wir Umar bin Abdulaziz an diesem Tag gesehen haben, nach dem Gebet, nie wieder gesehen. Er hat geweint, mit niemandem geredet, ist gegangen. Ein Koranvers, was die Leugner, diejenigen, die Allah leugnen und die Allah als Kafirun, als Ungläubige betitelt, treffen wird, das hat ein Mu'min als eine Ermahnung für sich gesehen. So waren sie nicht. Ja, es ist die Kafirun, Alhamdulillah, ich bin gerettet. Nein. Menschen, die diese Verse gespürt haben und sie haben das Paradies erhofft, doch mit jedem Vers, wo Jahannam angesprochen wird, haben sie sich angesprochen gefühlt und sich gefragt, bin ich sicher vor dieser Strafe? Das heißt, eine Hingabe ohne Diskussionen, ohne was ist wie gemeint, was ist das gemeint. Sie lesen den Koran und fühlen sich in jeder Lage in ihrem Leben angesprochen. Was das für eine Liebe im Herzen sein muss, dass die Menschen so diese Verse von Allah subhanahu wa ta'ala spüren können. Und es nicht wie ein Gedicht oder wie ein Märchen lesen, sondern tatsächlich tief in ihrem Herzen spüren. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, warnt uns von einer Zeit, wo die Menschen, was? Wenig lachen werden, viel weinen werden. Dass wir nicht von diesenjenigen sein werden. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, und die Sahaba wussten viel, sie kannten die tiefen Bedeutungen des Korans, deswegen haben sie es umso besser gespürt. Sie kannten die tiefen Bedeutungen von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala sagte. Und unter ihnen der am meisten in seinem Herzen gespürt hat, war wer? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. So sagt er, Wallahi lau ta'lamuna ma a'lam. Er sagt, ich schwöre bei Allah, wenn ihr das wüsstet, was ich weiß, لَدَحِكْتُمْ قَلِيلًا
وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. Ihr würdet wenig lachen und viel weinen. Und er wusste wohl so etwas, dass unsere Mutter Aisha radiallahu anha sagte, er hat noch nie in seinem Leben laut gelacht. Wenn er gelacht hat, hat er gegrinst. Und manchmal hat man seine Zähne gesehen. Doch er war nie so, dass er laut gelacht hat, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Und viele Gelehrte sagen, dass viele Lachen so laut lässt das Herz sterben, weil du in Ghafle verfällst. Allahu Akbar. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hatte natürlich den größten Bezug zum Koran, zu Allah subhanahu wa ta'ala. Er war Habibullah. Doch wir schauen in ihn und wir müssen dieses Gleichgewicht, vor allem den Bezug zum Koran, wenn der Imam an der Mimber steht, an Jummah etwas erzählt, nicht, dass wir von jener sind, die unachtsam zuhören. Nein, du gibst dich den Worten, weil er spricht über Qal Allah, über dem, was Allah sagt, über das, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt. Denn es wird ein Tag kommen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, in seinem Koran, فَلْيَدْحَكُوا قَلِيلًا. Sie werden dann wenig lachen, na'udhu billahi ta'ala, die Höllenbewohner, وَلْيَبَكُوا كَثِيرًا. Und sie werden viel weinen. Sie werden viel weinen, wenig lachen. Warum? Als eine جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Als eine, was? Entlohnung für das, was sie sich anverdient haben. Als eine Entlohnung für das, was sie sich anverdient haben. نَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. Deswegen, bevor so ein Tag kommt, wo wir wenig, wo wir was? Nicht mehr die Möglichkeit haben werden und irgendwelche Ausreden suchen können. Bevor so ein Tag kommt, müssen wir uns den Versen Allahs hingeben, so wie es auch Allah subhanahu wa ta'ala von uns erwartet. Denn Allah fordert uns auf. Er sagt, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Denkt ihr denn nicht über den Koran nach? Oder eine andere Option, أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Oder sind eure Herzen schon verschlossen? Mit Kufr, mit Unglaube, mit Nifaq, mit Krankheiten, Heuchlerei. Eins von beiden. Fragt euch selber. Oder ihr denkt nicht darüber nach. Was macht ihr? Der Koran ist ein Buch. Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Yani ein Buch, was Allah subhanahu wa ta'ala uns als ein gesegnetes Buch offenbart hat. Warum? Liyadabbaru ayatihi. Damit wir über die Verse Allahs nachdenken. Wa liyatadhakkaru ulul albab. Damit diejenigen, die hier seinen Verstand haben, darüber nachdenken. Die ihr Verstand haben, darüber nachdenken. Und so müssen wir darüber nachdenken und es spüren. Und schauen, wie die vorherigen Menschen waren. Wie sie waren. So wird überliefert von Bahs bin Hakim, rahimahullahu ta'ala. Einer, der diejenigen gesehen hat, der die Sahaba des Gesandten sallallahu alaihi wasallam gesehen haben. Und er sah einen namens Surarata bin Aufa. Surarata bin Aufa, rahimahullahu ta'ala. Einer, der die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat. Er sieht ihn und er sagt über ihn, أَمَّهُمْ فِي صَلَاتِ الْفَجْرِ. Er war was? Er hat das Morgengebet gebetet. فَقَرَأَ. Und er hat im Gebet rezitiert was? حَتَّى إِذَا بَلَغَ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Er rezitierte im Koran, er war der Imam, er hat das Gebet geleitet, das Morgengebet, und er rezitierte den Vers, überlegt euch, den Vers, den Inhalt. Allah sagt hier nur, und wenn in das Horn geblasen wird, dann فَذَلِكَ يَوْمَ إِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Dann wisst, dieser Tag ist ein sehr schwerer Tag. Dieser Inhalt. Er liest diesen Koranvers خَرَّ مَيْتًا und fällt tot um. Allahu Akbar. Was muss man spüren im Herzen, dass man bei so einem Vers, und wenn in das Horn geblasen wird, wie oft wir diesen Vers lesen, dann ist dieser Tag, wisst, an diesem Tag, es wird ein sehr schwerer Tag sein, das Jenseits für euch. Und er fällt tot um, sagt er. Und er sagt, فَكُنْتُ فِي مَنْ حَمَلَهُ. Und ich war einer von denen, der ihn dann getragen hat, yani beerdigt hat. Subhanallah. Und deswegen, wenn wir so schauen, wie diese Menschen waren, sie haben den Koran richtig gespürt, sie haben den Koran richtig gelebt. Oder auch die Tochter von Abu Bakr, radiallahu an, Esma. So sagt einer, der zu ihrer Zeit gelebt hat, Abbas bin Hamza, قال دخلت على Esma, radiallahu anha. Er sagt, ich bin zu Esma, die Tochter von Abu Bakr, radiallahu an, reingelaufen. وهي تقرأ. Und sie hat
taqra'ul Quran, yani sie hat den Koran rezitiert. Und sie hat den Koran rezitiert. Und sie liest die Stelle, als ich reinkam, فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. Allahu Akbar. Wo die Paradiesbewohner zu sich sprechen werden und sagen werden, Allah hat seine Gunst uns erwiesen und uns vor Samum, vor diesem Höllenfeuer bewahrt. Vor dem Höllenfeuer Samum bewahrt, der uns, der die Menschen brennen lässt. Sie liest das, فَوَقَفَتْ عِنْدَهَا فَجَعَلَتْ تُعِيدُهَا وَتَدْعُوا. Sie liest das, wiederholt das die ganze Zeit, er steht bei ihr und schaut, sie wiederholt das die ganze Zeit und macht Bittgebete. Yani, oh Allah, lass mich von diesenjenigen sein, die das Paradies erreichen und sagen, Allah hat seine Gunst euch erwiesen. Die sagt, sie wiederholt das die ganze Zeit und macht die ganze Zeit Bittgebete zu Allah. Sie spürt das. Sie will einer von diesen Menschen sein. فَطَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ. Er sagt, ich bin dort und das hat sich so in die Länge gezogen. Sie liest immer den gleichen Vers und macht die ganze Zeit Bittgebete. Es hat sich so in die Länge gezogen, dass ich gegangen bin. فَذَهَبْتُ إِلَى السُّوقِ. Ich bin zum Markt gegangen. فَقَضَيْتُ حَاجَتِي. Ich habe all meine Bedürfnisse erfüllt im Markt. Und er ist wieder zurückgekommen. ثُمَّ رَجَعْتُ وَهِيَ تُعِيدُهَا وَتَدْعُوا. Und sie war immer noch. Ich bin zurückgekommen. Ich bin zum Markt gegangen, habe all meine Bedürfnisse gestillt. Ich kam zurück zu ihr und ich sehe, sie rezitiert immer noch den gleichen Vers und macht immer noch Bittgebete zu Allah. Oh Allah, lass mich von ihnen sein. Oh Allah, lass mich von ihnen sein. Oh Allah, lass mich von ihnen sein. Subhanallah. Das ist Liebe. Das ist die Sehnsucht nach Allah subhanahu wa ta'ala und dem Jenseits. Und Wallahi, wenn wir das nicht spüren können, dann sollten wir viele, viele Bittgebete machen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leitet. So sagt der große Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Al-Bukau mustahabbun ma'al qira'ati wa indaha. Es ist beliebt, man sollte dieses anstreben, es ist beliebt, dass man beim Koranrezitieren nachdenkt und dabei weint. Und auch wenn bei dir, sagt er, der Koran rezitiert wird, dass du so mit der Seele dabei bist und darüber weinst. Nachdenkst, dein Herz das spürt und weinst, das ist erwünscht, sagt er. Das sollte man anstreben. وَطَرِيقُهُ فِي تَحْسِيلِهِ أَنْ يُخِرَ قَلْبَهُ الْحُزْنِ بِأَنْ يَتَأَمَّلَ مَا فِيهِ مِنَ التَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ الشَّدِيدِ وَالْوَثَائِقِ وَالْعُهُودِ. Und er sagt, der Weg dorthin, dass dein Herz das spürt, dass dein Herz diese Trauer spürt und du das empfinden kannst, ist dazu genügt, dass man die Bedrohungen im Koran sich anhört. Die Bedrohungen im Koran sich anhört. Was, womit Allah subhanahu wa ta'ala uns warnt, die Strafaussagen, diese harten Aussagen. Und auch was genauso dein Versprechen, über dein Versprechen nachdenkst, was du Allah gegeben hast mit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dass du über dieses Versprechen, was du Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hast, nachdenkst. Er sagt, das genügt dir. Du denkst darüber nach, ثُمَّ يَتَأَمَّلُ تَقْصِيرُهُ فِي ذَلِكَ. Und dann fällt dir ein, wie viel dir eigentlich fehlt in deinem Versprechen zu Allah. Du sagtest, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusakum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dass du dein Leben und dein Vermögen Allah gegeben hast, verkauft hast, dafür, dass du das Paradies bekommst. Du denkst darüber nach, mein Leben gehört Allah. Inna lillah, wir gehören Allah. Wir sind sein Besitztum. Wa inna ilayhi raji'un. Und wir werden zu ihm zurückkehren. Und wir haben gesagt, wir dienen niemand außer ihm. Und wir wissen, der hat uns dafür erschaffen, dass du darüber über dein Versprechen nachdenkst und merkst eigentlich, was für eine arme Seele du bist, wie viel dir fehlt, wie sehr du deine Zeit verschwendest, wie unachtsam du bist. Und er sagt, فَإِلَّمْ يَحْدُرُهُ حُزْنٌ وَبُكَاءٌ كَمَا يَحْدُرُ الْخَوَاسِ. Yani diejenigen, er sagt, wenn du schon nicht trauern kannst im Herz und nicht weinen kannst, so wie diese rechtschaffenen Menschen, über die wir gesprochen haben, wenn du das nicht schaffst, darüber dies zu empfinden und so zu weinen und so zu trauern, فَلْيَبْكِ عَلَى فَقْدِ ذَلِكَ, dann weine darüber, dass du nicht weinen kannst. Er sagt, dann weine darüber, dass du nicht weinen kannst über den Versen Allahs, über diese Drohungen, dass du diese Gefühle nicht spüren kannst. Denn فَإِنَّهُ مِنْ أَعْذَمِ الْمَصَائِبِ. Denn er sagt, das ist wahrlich
das größte Übel, was einen Menschen treffen kann, dass er nicht mehr über diese Situationen, diese Bedrohungen, wo er der Ansprechpartner ist, von Kalamullah, von den Worten Allahs, wenn er darüber nicht mehr weinen kann, dann hat er das größte Übel schon erlangt im Diesseits. Allahu Akbar. Er braucht kein anderes Übel zu suchen. Wenn er über diese Sachen nicht weinen kann, na'udhu billahi ta'ala, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ein Herz geben, das spürt, dass diese Sachen auch lebt. Und so waren diese Menschen. Omar bin Abdulaziz, rahimahullah ta'ala, haben wir gesagt, er war der Emir der Gläubigen und sie sagen, wir saßen mit ihm zusammen, was Staatsangelegenheiten, yani Staatsangelegenheiten sollen besprochen werden. Sie sagen, wir sitzen bei ihm, plötzlich merken wir fragen ihn, wir wollen mit ihm reden, aber er ist in einer ganz anderen Welt. Und wir sagen zu ihm, ja Emir, was ist los? Wir reden mit dir, es kommen keine Antworten, keine Ideen, nichts kommt von dir, du sitzt dort und du bist in einer anderen Welt. Er sagte, mir sind gerade Verse aus dem Koran über Ahlun Nar eingefallen, über den Leuten im Feuer. Und ich habe mich gefragt, ob ich von diesenjenigen bin, die im Höllenfeuer sind, na'udhu billahi ta'ala. Dann sind mir wieder eingefallen die Verse über Ahlul Jannah, die Leute im Paradies. Und ich habe mich gefragt, ob ich von ihnen bin. Und er sagt, diese Gedanken haben mich so schwimmen lassen, dass ich, tut mir leid, aber ich konnte nicht bei euch sein. Allahu Akbar. Ja, die Menschen, wo man sagen könnte, in der Verantwortung, in dieser Position muss man doch darüber nachdenken, yani muss man sich intensiv einsetzen. Doch zu ihren Zeiten, wo es solche Umara gab, ging es den Muslimen am besten. Wenn jemand nicht über sein Jenseits nachdenkt, über den Versen Allahs weinen kann, weder wird aus ihm ein Staatsführer, weder wird aus ihm ein guter Vater, noch ein guter Bruder, noch ein guter Ehepartner, nichts wird aus ihm. Doch wenn es jemand ist, der sich seiner Situation, seinem Bezug zu Allah bewusst ist, wer er ist, wieso er lebt, dann wird aus ihm jemand, der diese Positionen rechtens befüllt. Wenn sein Herz damit lebt, bi'idhnillahi ta'ala. Menschen, die mit Sehnsucht zu Allah subhanahu wa ta'ala leben und dies fest in ihrem Leben verankern. Bismillah. Und so gab es in der Masjid des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam eines Tages jemand, ein Junge, es heißt, der dunkelhäutig war. Allahu alam, wer es war. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erzählt über Jahannam. Plötzlich fängt ein dunkelhäutiger Mann an zu weinen. Allahu Akbar. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erzählt über das Höllenfeuer, über Jahannam. Ein dunkelhäutiger fängt an zu weinen. Plötzlich fanazala Jibril, kam Jibril alaihi salam zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Und er sagte, Man hadha al-buka bayna yadayk. Wer ist dieserjenige, der weinend ist vor dir? Wer ist das, der vor dir weint? Allahu Akbar. In deiner Anwesenheit am Weinen ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Rajulun min al-Habasha. Er ist einer von Habasha. Ein Mann, so wie Bilal radiallahu an, der aus Habasha kam. Allahu alam, wie alt er ist. Ein Mann aus Habasha. So sagt Jibril alaihi salam, فَوَعِزَّتِ وَجَلَالِ Allah sagte. Er sagt, Allah sagte, فَوَعِزَّتِ وَجَلَالِ وَرَتِفَاعِ فَوْقَ عَرْشِ Er sagt, ich schwöre bei meine Ehre, meine Erhabenheit, meiner Mächtigkeit und meiner Erhabenheit über dem Arsch. Bei dessen schwöre ich, sagt er, لَا تَبْكِ عَيْنٌ عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا مِنْ مَخَافَتِي Es gibt kein Auge von meinem Diener, das tränt, das weint im Diesseits aufgrund dem Respekt, der Angst gegenüber mir. إِلَّا أَكْثَرُتُ ضَحِكَهَا فِي الْجَنَّةِ Allahu Akbar. Außer, dass ich diesemjenigen dann im Paradies sein Lächeln vermehren werde. Allahu Akbar. Er sagt, jedem Auge, das für mich tränt, im Diesseits werde ich dafür sein Lachen im Paradies vermehren. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So ist Allah. Für die Augen, die Tränen für ihn, wird er das Feuer für Haram erklären. Das Feuer darf nicht das Auge treffen, was für Allah geweint hat. Unmöglich. Allah hat es festgeschrieben. Kein Auge, das aus Respekt,
aus Angst vor Allah weint, wird das Feuer berühren, sagt Allah, verspricht Allah, durch den Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und vielmehr wird ihr Lächeln, ihr Lachen, ihre Freude im Paradies vermehren, sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von diesenjenigen machen. Amin. Und das ist das, weswegen wir über das Jenseits sprechen. Das ist deswegen, dass unsere Herzen aufgehen, dass wir nachdenken, wohin die Reise geht. Nicht als irgendein Gedicht, nicht als irgendein Märchen, nicht irgendeine Geschichte. Das ist das, was uns alle erwartet. Das ist Jahannam, was jeder durchlaufen wird, und einige Muttaqin, diejenigen, die rechtschaffen gelebt haben, anfusakum wa ahlikum, die sich im Diesseits bewusst waren, über ihre Herde, über der Verantwortung, die ihnen Allah gegeben hat, egal wo sie sind, sich selber erstmal erzogen haben und danach ihrer Verantwortung rechtens nachgegangen sind. Wie gesagt, wenn jeder sich von einer Sache abscheut, du wirst genauso gefragt, was du da gemacht hast. In deiner Familie, in deinem Umfeld. Du musst deiner Verantwortung nachgehen. Und nimm es gerne an. Sei dir nicht zu schade. Nimm es an, nimm es an und nimm die Verantwortung an und geh dem nach. Voller Freude zu Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wir werden alle dorthin gehen, haben wir gesagt. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala über Jahannam, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. Jahannam wird dann der Platz sein, das Höllenfeuer, wo all diejenigen, die im Diesseits unachtsam gelebt haben, Allah nicht beachtet haben, den Gesandten sallallahu alaihi wasallam nicht in ihr Leben genommen haben, den Koran nicht in ihr Herz geschlossen haben, für all diese Menschen wird das der Sammelpunkt sein. Das wird ihr Treffpunkt sein. In Jahannam werden sie sich treffen. Doch wird es unterschiedliche Stufen geben. So sagt Allah, لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. Er sagt, dass im Höllen, also in Jahannam, wird es 7 Türen geben. Und jeder Tür ist was? Etwas, ein Teil zugeschrieben, ein Juz. Ja, ein Anteil, es gibt immer ein Teil. Ein Teil, was zu einer Tür gehört. So sagt das Allah subhanahu wa ta'ala. Jeder Tür ist von ihnen ein Teil zugeordnet. Das ist wieder so ein Vers, was man lesen kann und sagen kann, okay, aha, es wird im Jenseits 7 Stufen geben. Sollen sich die Kafirun darüber nachdenken? So kann man das sagen. Könnte man sagen. Jetzt schauen wir ein Ereignis aus dem Leben des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Bilal radiyallahu anhu sagt: "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi masjid al-Madinati wahdahu." Sagt, einst betete der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in dem Masjid in Medina. Die Masjid, die wir bei Umrah, bei Hajj in Medina besuchen. Da wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam begraben ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist am Beten. فمرت به امرأة عربية. Eine Wüstenaraberin hat sich an das Gebet des Gesandten sallallahu alaihi wasallam dazugesellt. Yani hat mit ihm gebetet. Sie ist hinter den Gesandten sallallahu alaihi wasallam hingegangen. Allahu Akbar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist Imam. Doch فصلت خلفه ولم يعلم بها. Sie betete hinter dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam, doch der Gesandte sallallahu alaihi wasallam wusste es nicht. Er betet vor, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, auch er bei freiwilligen Gebeten immer wieder was, er rezitiert laut. Die Leute sehen ihn, diese Wüstenaraberin sieht den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, gesellt sich dazu, betet mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Yani, wer wird sich das entgehen lassen? Hinter dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Kein Pflichtgebet, ein freiwilliges Gebet. فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هَذِهِ الْآيَةِ. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat diesen Vers rezitiert. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. Dass es 7 Stufen im Höllenfeuer gibt und jede Stufe ist ein Teil zugeordnet. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam liest diesen Koranvers, wo darüber spricht, dass Jahannam 7 Stufen hat. فَخَرَّتْ
al-Arabiyyatu maghshiyan. Und diese Wüstenaraberin in diesem Moment, wo der Gesandte sallallahu alaihi wasallam diesen Vers rezitiert, fällt sie in Ohnmacht. Allahu Akbar. Sie fällt in Ohnmacht. Schaut jetzt. Dann sagt er: "Wasami'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wajbataha." فانصرف ودعا بماء فصب على وجهها حتى أفاقت وجلست. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat es dann erst bemerkt, dass jemand hinter ihr sich dazu geordnet hat, weil sie in Ohnmacht gefallen ist, so hingefallen ist. Durch das hat sich der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat das Gebet abgebrochen, ist hingegangen, hat nach Wasser gerufen und hat mit diesem Wasser was das Gesicht dieser Frau gewaschen, dass sie zu sich kommt. Bis diese Frau zu sich kam und sich hingesetzt hat. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَا هَذِهِ مَا لَكَ. Er sagte: "O Frau, was ist mit dir? Warum bist du in Ohnmacht gefallen hinter mir?" Und sie sagte: أَهَذَا شَيْءٌ مِّن كِتَابِ اللَّهِ الْمُنَزَّلِ. Ist das, was du gerezitiert hast, etwas, was Allah offenbart hat? Von dem Buch Allahs? أَوْ تَقُولُهُ مِّن تِلْقَاءِ نَفْسِكَ. Oder etwas, was du von dir aus gesagt hast. Ist es etwas, was Allah offenbart hat? Oder etwas, was du von dir aus gesagt hast? فقال يا عربية بل هو من كتاب الله تعالى المنزل. Er sagt: "O Wüstenaraberin, ja, das ist etwas, was von Allah offenbart worden ist. Ein Teil von dem Buch Allahs." Und sie sagte dann und fragte: كل عدو من أعدائي يُعَذَّبُ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْهَا. Sie hat es so verstanden, dass sie fragt, wird jedes Teil von mir, yani jede Tür wird ja ein Teil zugeordnet. Sie hat es so verstanden, wird jeder Körperteil von mir genommen und an einer Stelle von Jahannam, an eine Tür gegeben, so dass es bestraft wird. Jeder Körperteil von mir an einer anderen Stelle bestraft wird. So fragt sie das. Er sagt: "Ja, Arabiya." Oh, Wüstenaraberin, oh tolle Frau, die so nachdenkt. Bell, nein, so ist das nicht zu verstehen. Vielmehr ist was? لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ يُعَذَّبُ أَهْلُ كُلِّ مِنْهَا عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ. Jeder Tür ist ein Teil zugeordnet, ja, aber je nach ihren Taten. Das heißt, jede Stufe von Jahannam, das sind Tabakat, das sind Stufen, hat eine Tür. Und in jede Stufe werden die kommen, die aufgrund ihrer Taten das verdient haben. Es wird aufgrund dessen sein, was für Taten sie ausgeübt haben. So sagt diese Frau, Allahu Akbar. Überlegt euch diese Situation. So sagt diese Frau, Wallahi, sie schwört bei Allah. Inni imra'atun miskina. Ich bin eine Frau, ich habe nichts, ich habe kein Besitztum. Ich kann an Allah nichts spenden. Ich habe kein Besitztum. Ma liya malun. Ich habe kein Besitztum. Wa ma liya illa sab'atu. Das Einzige, was ich bei mir zu Hause habe, sind 7 Helfer, Diener. Ja, damals gab es Sklaven, was du zu Hause haben konntest. Das System war anders. Der Islam hat alles dafür eingeleitet, dass das abgeschafft wird, aber das gab es. Sie hatte 7 Diener, die ihr im Haushalt geholfen haben, bei ihr sozusagen beschäftigt waren. Das habe ich, sagt sie. Ushiduke ya Rasulallah. O Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam, ich nehme dich als Zeugen. Für was? Anna kulla abdin minhum an kulli babin min abwab jahannam hurrun liwajhi Allahi ta'ala. Allahu Akbar. Sie sagt, ich gebe jeden von meinen Dienern, lasse ich frei, nur für den Wohlgefallen Allahs und jeden Einzelnen für eine Tür vom Jahannam. Jahannam hat 7 Tore. Und ich habe 7 Diener. Und für jedes Tor spende ich oder gebe sozusagen das als Spende, dass ich sie freilasse für den Wohlgefallen Allahs wegen diesen Toren, weil ich das gehört habe. Allahu Akbar. Fa'atahu Jibril. Jibril alayhi salam kam. Allahu Akbar. Eine Frau, die nichts besitzt, außer 7 Helfer zu Hause. Und sie sagt, sie sind alle frei. Damals gab es Sklaven, haben wir gesagt. Sie sind alle frei. Für jeden Einzelnen wegen einem Tor im Höllenfeuer gebe ich frei aus dieser Angst, gebe ich frei als Tat. Jibril kommt, ja Rasulallah, o Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam. Bashir al-Arabiya, gebe dieser
Wüstenaraberin die frohe Botschaft. إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيْهَ أَبْوَابَ جَهَنَّمْ كُلَّهَا. Allahu Ekber. Allah hat für sie jedes Tor in Cehennem haram erklärt. Allahu Ekber. Jedes Tor für sie in Cehennem haram erklärt. وَفَتَحَ لَهَا أَبْوَابَ الْجَنَّةِ كُلَّهَا. Und für sie jedes Tor in Cennet geöffnet. Allahu Ekber. Warum? Weil sie aus Respekt vor ihrem Herrn so gehandelt hat. Hat Allah ihr jedes Tor in Cennet eröffnet. Allahu Ekber. Deswegen sage ich, ist es so wichtig, dass man das spürt. Denn das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala, weswegen er uns den Koran offenbart hat, dass wir darüber nachdenken, bi'idhnillahi ta'ala. Und als Abschluss, inshallah ta'ala, werde ich damit abschließen, damit, weil wir diesen Vers gelesen haben, wie viele Stufen das Höllenfeuer hat. So wie es Allah subhanahu wa ta'ala dort sagt, das Höllenfeuer hat 7 Stufen. Sozusagen die allererste Stufe, wo die Strafe am mildesten, am wenigsten ist, ist Jahannam. Das heißt, Jahannam ist einmal der Begriff für das ganze Höllenfeuer. Und genauso ist es der Unterbegriff für die erste Stufe. Und dort werden die ungehorsamen Gläubigen sein. Das heißt, Gläubige, die zwar Iman haben, aber ihre Taten nicht reichen, dass sie strafenlos in Jannah gehen. Sie werden in dieser Stufe sein. Eine sündige Muslime, die viel gesündigt haben und es nicht gleich in Jannah geschafft haben. Früher oder später, Allah subhanahu wa ta'ala wird sie in Jannah lassen und dann mit dieser Stufe leer sein. Danach und jetzt in den Stufen kann man Meinungsverschiedenheiten finden. Überlieferung von Ali bin Abi Talib radiallahu anhu und andere Überlieferung, Allah alam. Es gibt verschiedene Varianten. Ich gebe euch die Variante, die ich mitgebracht habe. Die nächste Stufe wird Ladan sein. Ladan, dort werden die Christen sein, in der nächsten Stufe. Mit einem Namen Ladan. Dann Sa'ir, dann wird die Stufe von Sa'ir kommen. Dort werden hauptsächlich wer? Die Juden sein. Danach Saqar. Saqar, dort werden die Sabi'un sein. Auch eine Religion. Und vor allem auch Menschen, die gesagt haben, dass Kalamullah, was Worte von einem Menschen sind. Dann Hawiyah. Dort werden vor allem auch Feueranbeter sein. Hutamah. Dort werden die arabischen Götzendiener sein. Und Jahim. Dort, das ist die unterste Stufe, dort werden die Heuchler, Firaun, Tawarit, yani Menschen, die das Maß gebrochen haben, oder auch Leute, die zur Zeit von Isa a.s. gelebt haben und wollten ein Wunder sehen, dass eine Mahlzeit kommt und trotzdem dann abgelehnt haben, etc. etc. So gibt es einmal mit diesen Religionen diese Einstufung und einmal mit diesen Namen. So wird es diese 7 Stufen geben. Und auch für Jahannam, allgemein für das Höllenfeuer, gibt es verschiedene Namen im Koran. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala zum einen auch Adabul Hariq, ein Feuer, das brennen lässt, was einen brennen lassen wird. Hamim, loderndes Feuer oder auch mit einer Bedeutung kochendes Wasser. Samum, heißer Wind, der beim Wehen einen verbrennt. Sijin, Gefängnis, auch in dem Namen ist Gefängnis. Und so findet man im Koran verschiedene Namen für das Höllenfeuer. Und wie gesagt, Jahannam ist der Oberbegriff. Und in Jahannam gibt es nochmal 7 Stufen. Je nach ihren Taten findet man, und ich finde es am besten, vielleicht machen wir das, Allah alim, vielleicht im nächsten Unterricht oder so, dass man dann nochmal speziell darüber redet. Im Koran heißt es dann noch, bei der und den Leuten, sie kommen in zum Beispiel Saqar. Leute, die gesagt haben, das ist Qawlul Bashar, die Worte vom Koran sind eine Aussage von einem Menschen, Allah wird sie in Saqar reinlassen. So könnt ihr mit diesen Namen dann schauen, wie Allah in welchem Kontext er darüber spricht und in den Tafsiren dann sehen, welche Menschen in welche Stufe vom Höllenfeuer kommen. So gibt es das. Und inshallah ta'ala abschließend noch einige Worte des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, damit wir uns bewusst sind, dass es nichts Einfaches ist. So sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. So wird Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag einen von den Leuten, denen er im Diesseits große Gaben gegeben hat, aber er einer von den Höllenbewohnern geworden ist, wird er herholen. Yani jemand, er hat das Schönste, was du dir überlegen kannst. Er hatte die schönsten Autos, die schönsten Häuser. Jegliche Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala. Alles hat er bekommen im Dunya. Doch er wurde einer von
den Leuten von Jahannam. So jemand wird hergeholt. Und فَيُدْبَرُوا فِي النَّارِ سَبْغَ. Und er wird nur einmal in Jahannam getunkt. Nur getunkt, sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Daraufhin, ثُمَّ يُقَال, wird Allah zu ihm sprechen. Er hat ihn nur einmal getunkt in Jahannam. Und wird zu ihm sprechen, يَبْنَ Adam, o Sohn von Adam. هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط. Als du gelebt hast, hast du irgendetwas Gutes gesehen oder irgendeine Wohltat gehabt in deinem Leben? Irgendetwas. Er wurde nur einmal getunkt. Er wird sagen, لا والله يا رب. Allah Akbar. Nein, ja Rab, ich hatte es nicht. Ich schwöre bei dir. Weder habe ich etwas Gutes gesehen, noch irgendeine Gabe in meinem Leben gehabt. Was meint er damit? Er war in Dunya, er hat alles gehabt. Doch nur einmal tunken in Jahannam reicht, dass er alles vergisst, was er hatte. Allahu Akbar. Nur einmal tunken in Jahannam wird reichen, dass er alles Gute vergessen wird. Weil es so hart sein wird. Genauso, sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Dann wird Allah jemand von den Paradiesbewohnern herholen, der so viele Prüfungen in seinem Leben durchgemacht hat. Also wir sehen ja im Fernsehen manchmal in Afghanistan, in Pakistan, in Irak damals, in Syrien. Manche von ihren Familien haben so etwas durchgemacht. Die schlimmsten Prüfungen, die schlimmsten Sachen. Kinder, die mit 6, 7 Jahren sehen müssen, wie ihre Mutter stirbt. Das Schlimmste, was du dir überlegen kannst. So jemand, dem das übelste Übel widerfahren ist in Dunya. Doch er wurde einer von Ahlul Jannah. Er wird hergeholt. Und er wird nur einmal, wie der andere, فَيُدْبَرُوا سَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ. Er wird auch nur einmal getunkt in Jannah und wieder raus. Ein kurzer Moment im Paradies. Und Allah wird ihn fragen, يَبْنَ Adam, هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسَ قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ. Allah Akbar. Yani, du hattest so viele Prüfungen durchgemacht. Nun bist du einmal in Jannah gewesen und wieder raus, nur ganz getunkt. Hast du irgendwas, ein Leid, ein Unheil in Dunya gesehen? Hast du irgendeine Schwierigkeit, Armut durchgemacht? Yani, überleg, das ist der Übelst, derjenige, der am härtesten geprüft worden ist. Er hat die schlimmsten Prüfungen. Armut, Todesfall, alles, was du dir, vielleicht sogar Vergewaltigung, eine Frau vielleicht, das übelste Übel. Hast du so etwas gesehen? Hast du so etwas in Dunya gehabt? Und diese Person wird sagen, La wallahi, ma marra bi bu'san qattu, wa la ra'aytu shiddatan qattu. Und er wird sagen, nein, wallahi, ich schwöre Allah, ich hatte kein Unheil, ich hatte keine Armut, ich hatte keine Schwierigkeiten. Weil in diesem Moment, diese Gefühle werden so schön sein, alles wird er vergessen. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum. Er wird alles vergessen oder sie wird alles vergessen. Yani, und das ist daran, woran du denken musst. Dunya, haben wir gesagt, wir nehmen davon so viel wir brauchen. Aber wir arbeiten für das Jenseits. Wir arbeiten für das Jenseits und du bist wie Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Sie sagt vor dir, ich werde mich über diese Person beschweren. Du gehst, du tragst es auf deinem Rücken. Du bist in deiner Familie. Du siehst, deine Mutter will was machen. Setz dich. Mein Körper soll altern, aber dein Körper nicht. Du siehst deine Kinder, du kniest dich vor ihnen. Du bemühst dich um deine Kinder, um deine Frau. Du hast Geduld, du ackerst, du machst und du weißt ganz genau, egal wie hart deine Prüfungen sind, dein Lohn wird größer. Dein Lohn wird größer und dann, wenn du im Paradies bist, du hast alles vergessen. Du wirst alles vergessen. So möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von diesenjenigen machen, denn das ist das tatsächliche Leben, so wie es der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Er sagte, oh Allah, es gibt kein Leben, außer das tatsächliche Leben, das Jenseits. Das ist das tatsächliche Leben, das irdische Leben ist trügerisch und wird vergehen. So möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen spüren lassen und uns von Ahlul Jannah machen und uns unsere Prüfungen was bestehen lassen und zu seiner Wohlgefallen führen lassen. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.